Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90. So ist es eben am schönsten. Christian Standhardinger jubelt nach dem letzten Sieg mit seinen Teamkollegen. 91:60 gegen Nürnberg. 22 Punkte, 11 Rebounds, davon 6 offensiv, hatte Rastas Nummer 34 zum Erfolg beigetragen. Es war der vierte im sechsten Spiel. Ich denke, wir können immer noch viel, viel besser spielen. Aber ich glaube, das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es war auch ein unglaublich wichtiges Spiel. Und es ist gut, dass wir das gewonnen haben. Und es ist auch gut, dass wir das so hoch gewonnen haben, um einfach mal noch ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht der Power Forward seit dem ersten Tag der Vorbereitung. Mit 17,7 Punkten ist der gebürtige Münchner nun Rastas Topscorer. Außerdem auch Top-Rebounder mit 8,3 geholten Abprallern im Schnitt pro Spiel. Die Wurfquote von 57,4% ebenfalls stark. Ich bin immer ehrgeizig und manchmal werde ich dazu noch verbissen, wenn es mal gut läuft, auch wenn es mal schlecht läuft. Und ich denke, das ist ein weiteres Asset, das ich habe, um Leistung abzubringen oder meine Leistung zu bringen. Dabei hilft ihm der Leitwolf des Teams. Kapitän Derek Allen, ebenfalls Power Forward, ist Gegner im Training und Helfer im sportlichen Alltag. Auf der Position 4 liefern sich der 26-jährige Standhardinger und der 35-jährige Allen harte Duelle. Da hat man natürlich auf der Position zwei herausragende Spieler. Und ich denke, auch ein Christian kann noch sehr viel von einem Derek Allen lernen, der eben sehr viel Erfahrung mitbringt, sehr viel Wissen mitbringt. Und Derek ist halt ein Spieler, unser Kapitän, der jedem Spieler im Training hilft und auch Christian hilft. Nicht nur, dass er gegen ihn spielt, sondern auch Kleinigkeiten, auch Tipps gibt. Und das ist einfach, was uns natürlich im Training hilft, wo jeder Spieler besser wird. Schon in jungen Jahren war Christian Standhardinger richtig gut. An der berühmten Urspringschule machte er sein Abitur und gewann zwei Meisterschaften in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga. Außerdem wurde er 2008 zum MVP der NBBL gewählt. Es folgten Jahre am College, dann der erste Profivertrag in der BKO BBL beim mitteldeutschen BC. Das Gesamtpaket Standhardinger ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und er hat defensiv, hat er in dieser Zeit hier in Vechta sehr viel gelernt. Also er hat seine Verteidigungsarbeit verbessert. Wir haben da die ganze Vorbereitung dran gearbeitet. Und es gilt auch für ihn, besser zu werden. Wir wollen aus ihm einen absolut fertigen BBL-Spieler machen. Und deswegen ist er auch hier, um nochmal Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung bekommt er hier von uns. Er will in allen Bereichen besser werden. Er kann noch besser im Angriff werden, muss seinen Wurf stabilisieren. Das, was er auf dem Weg ist und in der Verteidigung, hat er, denke ich, einen großen Schritt gemacht. Und es hat auch gezeigt, da er gegen Opland verteidigt hat am Wochenende, der nicht wirklich gut ausgesehen hat gegen ihn. Auch abseits von Training und Spiel macht Standhardinger eine gute Figur auf YouTube. Dort stellt der 2,3 Meter große Forward Videos ein. Freundin Maria mischt munter mit. Wir haben gewonnen! War ein geiles Spiel, wir haben genau das geschafft, was wir machen wollten, von Anfang an Druck machen und wir haben Gott sei Dank gewonnen. Es macht einfach Spaß, ich habe einen guten Freund, der ist professioneller YouTuber und er hat gesagt, hey, lass mal einen YouTube-Channel machen, ich mache ihn mit meiner Freundin und mit ihm. Und Ballers Club übrigens, alle mal reinschauen, falls ihr wollt. Und ja, macht einfach Spaß, auch neben dem Basketball, anstatt fernzuschauen, einfach mal irgendeinen YouTube-Kanal zu haben oder sich anderweitig weiterzuentwickeln. Weiter positiv soll sich auch das Raster-Team entwickeln. Nächster Gegner am Samstag im zum 55. Mal in Serie ausverkauften Rasterdom sind die Finke Baskets. Die Paderborner stehen bei 3 Siegen und 3 Niederlagen. Wir mussten ja früh in der Saison lernen, dass wir keine Teams unterschätzen dürfen. Und genauso wenig können wir Paderborn unterschätzen. Die werden hier reinkommen, die werden hier locker ausspielen, alles geben. Das ist immer gefährlich. Deswegen müssen wir von Anfang an verteidigen und alles geben, um die gleich aus ihrem Rhythmus zu bringen. Jump im Rasterdom ist am Samstag um 20 Uhr. Wer kein Ticket mehr bekommen hat, kann das Spiel live im Internet sehen. Wieder bietet Raster TV einen Livestream auf www.sportdeutschland.tv. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90.